Leute, Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Hallo! Deluxe. Allen aus dem Team Pete's Meet und da Lukas ist auch dabei. Wie ging denn das nochmal hier? Ja, wir haben einen Perspektivenwechsel heute mal durchgeführt. Ein Paradigmenwechsel. Jetzt sieht man endlich, wie die frische Luft vorne aussieht. War mir zu peinlich, was ich da abgeliefert habe. Ich habe jetzt neue Taktik, am Anfang kurz stehen bleiben und dann von hinten aufräumen. Gucken, deswegen guckt ihr jetzt bei mir zu. Oh, Peter. Auf jeden Fall. Was ist das denn für eine Taktik? Wahrscheinlich wollte Peter nicht mehr aufnehmen, weil er seine Cheats hier rausgeholt hat. Vor allen Dingen, Peter, wenn die sich jetzt durchsetzt, kannst du davon ausgehen, dass das spätestens in zwei Rennen jeder auch so macht. Das ist schon witzig. Okay, Peter, welchen Charakter hast du denn? Tanuki natürlich. Okay. Ah, das war echt zu früh. Lol. Ja, jetzt geht's los. Alle drei extra stehen. Okay, wieso komm, soll erstmal der Taktik funktioniert nicht, wenn ihr das alle macht? Ja, wir haben den Start versorgt, Peter. Nein. Doch, ich hab's genau gesehen. Lol. Ich hab kein Item bekommen. Ach, scheiße. Ich hab schon wieder kein Item bekommen, oh Mann. Oh. Warum schreit denn eigentlich noch keiner? Okay, ich bin getroffen worden. Alles klar. Fuck you, Schicksal, ey. Hui! Oh Mann, ey! Ey, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich das heute höre und wir haben schon 17 Uhr. Jo, stimmt. Boah, krass. Ja, sonst war heute noch kein. Nein. Bram, wie viele Rode willst du da eigentlich hier in der Tröde abwehren, Alter? Weiß ich nicht. Ja, jetzt ist doch mal gut mit den Roten da hinten, ey. Ja, ich habe halt drei und die mussten alle weg. Komm schon, Pflanze, nochmal. Oh, was? Oh, hattet doch grün. Frisst die Pflanze nicht eiskalt. Jetzt ist doch gut mit den Roten. Boah, war das krasser. Die sind gerade. Na, Quatsch. Das war richtig hart. Gibt's hier nicht. Der ist erst von der Roten getroffen worden, dann weitergefahren und dann stehen geblieben. Fahrfehler. Ey, ich hab gebremst! Alter, da kommt noch der Mario. Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hab drei Rote abgeschossen und Bram nix abgekriegt, oder was? Okay, Taktik hat nicht geklappt. Geil. Taktik war richtig gut. Damit die zwei Items ist richtig scheiße. Tanuki. Ich hatte einen goldenen Pilz und als zweites Item eine Rakete und Peter zündet die Rakete und fliegt weg. Oh nein. Das ist halt manchmal echt. Ich wüsste, also die müssten noch einen Knopf von mir aus gerne machen, wo du entweder das Item switchen kannst oder wo du das erste wegschmeißt. Ja, das wäre ganz gut. Wegschmeißen fände ich cool. Wegschmeißen wäre ganz und cool. Und dann, dass auch du fairer, wieder größere Fahrzeuge hast, dass da zwei Charaktere draufpassen und dass du dann wechselst. Oder die Einstellung, dass es halt nur ein Item gibt. Das wäre doch auch mal schön, so dass man die Wahl hat. Genau, oder? Boah, das wäre doch mal geil. Mario Kart, wo zwei Leute ein Auto fahren und der eine nur für die Waffe zuständig. So war das? Double Dash, ja. Ich kenne das nicht. Ach so. Ja, aber da hast du doch nicht zu zweit ein Kart gefahren, oder? Du konntest zu zweit ein Kart spielen im lokalen Modus, glaube ich. Ja. Einer gibt Gas, der andere macht links, rechts. Das wäre voll gut. Die sollten auch noch, also wenn die Option finde ich aber gut von Peter, dass du halt die Möglichkeit hast zu sagen, zwei oder ein Items und ob D-Sync oder nicht. Das wäre wär aber cool. Aber da kriegst du halt gar keine Items mehr da. Also ob D-Sync halt oder Klassik, ja. Ja, ich dachte D-Sync wäre Klassik. Ich kann einfach alle nicht so gegen bremsen, die Wand, wie ich beschleunige. Alle gegen die Wand hier gefahren. Och Mann. Hab ich Dalus Rote geklaut. Unfreiwillig. Was ist denn das eigentlich? Was ist das für ein Ingenieursteam? Ja, weiß ich auch nicht, was da jetzt gerade ist. Die machen dein Auto, machen die so viel schneller, aber um die Bremsen kümmert sich keine Sau. Nee. Ja, hast mich nochmal getroffen, Jay. Oh, schade. Nee, jetzt bin ich mittlerweile zu weit weg. Ich fahre zum ersten Mal in Deluxe die Strecke. Ich kenne die. Nee. Wo die Zweier-Items sind. Echt schwer. Fuck you! Komm schon. Alter, Dalu ist mega stark. Und dabei ich mach echt viele Fahrfehler. Oh, wo kommen denn da die Rudel her? Also die Strecke sieht auf Deluxe echt cool aus. Oh, war das knapp.
echt schick aus. Du! Come on, Mario! Nein, was war das denn? Ich wurde echt von so einem Meteor getroffen. Nee. Jo, fick mich halt richtig hart in mein kleines, enges Arschloch. Stehst du da drauf, Jay? Weißt du mal doch. Alter, warum ist er? Ach was, jetzt hat er mir meine Pilze geklaut. Ey, das kannst du doch nicht machen, ey. Nein! Jetzt hat er uns beide gefressen. Ich fahr jedes Mal eine scheiß Kurve da und ich fahr jedes Mal... Ja, weil der Bram mich gefressen hat, du Affenkorb. Alter, das war jetzt in allen drei Runden. Ja! Alles klar. Alles klar. Und das war's. Scheiße! Jawohl! Leute, wieso ist Jay nicht getroffen worden? Jawohl, wie geil! Was ist das denn? Was ist das denn? Erster 2 Meter vom Ziel. Ja, weil meine Rote an Jay einfach knallhart vorbeigefahren ist und dich getroffen hat. Ja, wir sind im Team, Jay. Ja. Hast du gut eingestellt. Ja. Was ist der Trick dabei? Was war denn das jetzt gerade für ein Quatsch? Ja, weiß ich auch nicht. Alter, ich meine, finde ich ja sehr nett. Ich müsste doch mein Charakter da mal ein bisschen mehr lächeln. Ich glaube, ein bisschen mehr. Zeig mal deinen Riesenmund da. Bisschen mehr. Oder hat irgendwer gerade noch. Wer hat gerade noch am Fahrzeug rumgespielt? Nee, ich scheiße jetzt auf Motorrad. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Hast du diese Runde das durchziehen können, als letzter loszufahren? Nee, hat ja nicht geklappt, habe ich dann auch wieder gelassen. Im ersten Rennen hat es ja deswegen nicht geklappt, weil wir zwei auch den Start versaut haben. Deswegen warst du ja auch. Ja, das kann sein. Peter, probier das nochmal. Ja, probieren wir das nochmal. Oh, ich hab auch verkackt. Hallo, mach das. Okay, ich lasse euch jetzt trotzdem mal vorfahren. Ich hab nur den Start verkackt. Ja, so wie vorhin auch. Ja, ey, ich hab da das Timing echt nicht drauf im Deluxe. Weil hier viel mehr Frames sind. Und ich drück viel früher dann. Oh, Christian! Oh. Was denn? Bananen für alle. Ja, echt mal, als ob ich hier Oliver Kahn wäre. Bram schießt einmal nach hinten, als Fünfter. Alter, was war das denn? Was? Quatsch! Was ist das? Snuppack ist Zweiter. Ja, noch. Ja, noch. Da war ein fetten Stern. Fuck you! Da kommen die Rode schon, Alter, ich sehe sie ja schon. Hier. Jetzt, oh, die ist zweite Rode. Ich bin in meine eigene Banane gefahren. Ich schon wieder eine Banane! Dalo hat mich einfach mit nichts abgeschossen. Ich hatte 3 Grüne gehabt. Ja, ja. Einen Grünen hattest du noch. Lol. Ja. Wer ist denn daneben gefallen? Ich. Alter, ich hab auch noch eine Rode. Das gibt es ja nicht. Aber die wurde aber irgendwie... Nein. Ach komm, dann kommt die an. Ernsthaft. Was? Peter hat einfach meine Tröde abgewehrt. Der ist nett geschafft. Alter, guck dir mal den Vorsprung an den Dalu gerade an. Alter, da hat jemand 8er. Jetzt kassiere ich gerade. Da kommt noch eine Rode. Wo ist meine Grüne hin? Jetzt kommt noch Tanubi. Du bist viel zu weit weg. Alter, yes! Oh, okay, mein Stern war richtig OP. Ich muss noch länger stehen bleiben. Ich glaube auch. So wie Dalu. Dalu ist auch stehen geblieben mit uns, Peter. Ja, aber wir drei sind stehen geblieben, sind erster, zweiter, dritter geworden, ne? Da ist was dran. Also ich wollte den Start richtig gut machen. Hab's noch nicht geschafft. Das ist doch Quatsch, einfach stehen zu bleiben. Das ist kompletter Quatsch. Ja, dann kriegst du halt die besseren Items. Ja, und was bringt dir kriegst du ja nur in die Fresse. Ja, aber Peter, dann kommst du halt wieder ins Punkt rein, weil du von mir aus 2 Plätze gut machst. Ja, musst du halt Lack haben. Das ist doch sowieso alles Lack. Ja, kann ich auch natürlich ist das alles Lack. Ja, aber du kannst deinen Lack ja nachhelfen, indem du weiter vorne fährst und dann wenigstens nur ab. Bleib doch einfach Zweiter, Peter. Nee, vorne kriegst du schlechtere Items. Dann lieber hinten und am Anfang ein bisschen bessere Items sammeln. Vorne kriegst du ja nur aufschlechtere, schlechtere Dingens. Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt seit Ewigkeit mal wieder Zweiter geworden. Ich finde das gut. Alles erzählt, wa? Erkenntnis der heutigen Folge 487. Mario Kart ist Item-Luck.
Nee, hey, aber vorher war das nicht ganz so krasses Item. Auch. Nee, das denkst du nur, weil... Da ist ja klar, dass sich das erhöht, wenn es jetzt zwei Items gibt. Genau. Ich finde, jetzt ist mehr Skill-basiert. Also jetzt eigentlich erst richtig, dieser Fakt. Aber nur wenn du die Antenne hinten hast, Dalu. Nur wenn du die Antenne hinten hast. Nee, die eigentliche Antenne ist ja... Frage ist immer noch, wer hat eigentlich auf Jay geschossen? Die Antenne ist ja jetzt für die Leute, die in Mario Kart 8 ganz gut waren, geschossen. Aber in Deluxe halt abkacken. Ja, damit die da mitkommen. Dalu, nein! Was denn jetzt? Du hast das Doppel-Item nicht mitgenommen? Natürlich. Aber das ist da geblieben. Weil Dazing sich gedacht hat, jeder darf es haben. Ja, finde ich gut. Dadurch habe ich Items bekommen, sonst hätte ich keins gekriegt. Oh, der Stein, der war böse. Oh, noch ein Stein. Oh, noch eine Rode. Ja. Jay, das war in richtig der Luft mies. Das war mich. Richtig mies. Ach komm, ey. Oh Gott, die Bombe. Das war richtig, richtig mies. Ja, alle meine Items weg, oder was? Jetzt krieg ich noch eine rote ab, so eine Scheiße. Ja, fickt mich doch richtig hart. Oh. Oh, da. In der Luft hab ich ihn getroffen. Tschüss, Dalu. Du Ganovli. Ach komm, ey. Jetzt hab ich das Item nicht bekommen. Fahr frontal gegen eine Wand. Und da kommt Tanubi Mario. Ich hab's auch nicht bekommen, scheiße. Oh nein, das war mein Todesurteil. Einfach von vorne weggefahren. LOL. Ach, schade. Hui. Wow. Alter. Ach ja. Läuft gerade richtig hart. Okay. Alter, nice. 15 Punkte. Ist unter den Top 3, ne? Ja, ich habe mal wieder einen Pokal abgeräumt, ey, Mensch, läuft. Davon träumt Peter im Moment. Ja, ist der Klatschmeister. Oh, Peter, und Dalu hat richtig hart gewonnen. Gratulation dazu. Vielen Dank, Christian. Kein Problem. Luigi und Mario sind einfach Dreamteam. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.